Niederrad, was machst du denn da schon wieder? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Der Esstisch ist kein Ort, um sezieren zu üben. Bitte räum das OP-Zeug weg. Aber das ist Dekoration. Dekoration? Wofür? Halloween war doch schon längst. Nein, für Weihnachten. Weihnachten? Aber du bist doch auch Wissenschaftlerin. Wie kannst du diesen Unsinn denn unterstützen? Weihnachten, Weihnachten. Nichts kann mir heute die Laune verderben. Weihnachten, Weihnachten, alle lieben Weihnachten! Soll das eine Schneeflocke sein? Aber du weißt doch, Eiskristalle sind hexagonal aufgebaut. Und wenn nicht, dann sehen sie aber auch nicht so aus. Aber es sieht doch hübsch aus. Mal ganz ehrlich, Niederrad sollte es besser wissen. Eis bildet hexagonale Kristallstrukturen aufgrund der gewinkelten Molekularstruktur und der äußerst starken intermolekularen Wasserstoffbrückenbindung. Und außerdem ist das überhaupt nicht weihnachtlich, denn es schneit nur in 12,5% aller Weihnachten. Komm, ich zeig dir, wie es richtig geht. Was ist das denn hier schon wieder? Oh, ich kann dieses Zeug nicht sehen. Das erinnert mich nur wieder daran, dass bald dieser heuchlerisch besinnliche Kommerzzirkus wieder beginnt, wegen der Geburt eines vermeintlich religiösen Führers. Du meinst Weihnachten? Nenn es wie du magst, aber für mich kann der naive Begriff Weihnachten das ganze Elend nicht zusammenfassen. Was macht ihr da eigentlich? Ich hoffe, ihr seziert nicht schon wieder Frösche, das ist Mord. Wir basteln Weihnachtsdeko. Nein, nein, also eigentlich erstellen wir wissenschaftlich korrekte Schneeflocken. Riedberg, von dir hätte ich wirklich mehr erwartet, als bei diesem kleingeistig bourgeoisen Unternehmen zu helfen. Onkel Wolfgang, Tante Monika, Cousin Frank und Opa Hans. Habe ich wen vergessen? Nee, glaube ich nicht. Wollt ihr vielleicht auch eine Kopie meiner Amazon-Wunschliste haben? Sie basiert auf dem Win-Win-Prinzip. Das bedeutet, ihr müsst euch null überlegen, was ihr mir schenkt. Und ich gehe auch sicher, dass ich das Geschenkte gebrauchen kann. Ja. Soll ich dir wirklich was schenken? Ich unterstütze doch nicht diesen kapitalistischen Unsinn. Boah, da kommt der mir mit einer Amazon-Wunschliste. Amazon, wo doch jeder weiß, dass da die Arbeiter nach Strich und Faden ausgebeutet werden, ja? Und das unterstützt dieser ach so feine Anzugträger auch noch. Ich hasse Weihnachten. Hä? Ich dachte, dir gefällt der Gedanke, dass wir uns kollektiv beschenken. Wir sind doch eine Gemeinschaft. Das ist ja wohl die Höhe. Kollektivität, willst du dich darüber lustig machen? Diesen Begriff darf man nicht in den Dreck ziehen. Sagte er und schimpfte über Weihnachten. Also der versteht ja wohl wirklich gar keinen Spaß. Boah, jetzt muss ich die ganze Liste wieder ändern. Auf was kann ich am ehesten verzichten? iPhone-Hülle oder Seidenschal? Och Mann, Bockenheim ist an allem schuld. Jetzt streitet euch doch nicht. Es ist Weihnachten. Das Fest der Liebe. Ah, Leute, bei diesem ganzen Gezeter und überhaupt, da kann man keine perfekt geometrischen Hexagone basteln. Ich verschwinde. Aber du wirst doch sicher noch eine Liste mitnehmen. Muss sie eh überarbeiten. War das einer von euch hier? Keiner kann von uns so gut kochen. Wer war das? Guck mal, das ist ein Brief von Ginnheims Untermieterin. Ginnheim hat eine Untermieterin? Das wusste ich gar nicht. Ah, ja. Ginnheim ist im Skiurlaub, glaube ich. Aber dass wir eine Untermieterin hatten, wusste ich auch nicht. Die also, muss sich ja furchtbar fühlen bei dem ganzen Geschrei. Also hier steht,
Liebe WG-Mitbewohner, vielen Dank, dass ich bei euch wohnen darf. Ihr seid eine sehr lebhafte WG und ich bin gern hier. Da ich mich noch nie wirklich bei euch bedankt habe, wollte ich euch gern eine Kleinigkeit von eurer Gastfreundschaft zurückgeben. Bitte lasst es euch schmecken. Wow. Jetzt freu dich doch mal und sei ein bisschen dankbar. Ich bin ja dankbar. Aber ich mag einfach keine Überraschungen. Besonders wenn sie so selbstlos und nett sind. Aber vielleicht hat sie ja auch eine Amazon-Wunschliste. Dann kann ich ihr einfach was schenken und wir sind quitt. Ja. Ein Weihnachtsessen. Finde doch die Geschenke. Also ich sag mal so. Weihnachten ist ja das Fest, wo man selbst dem nettesten Mitbewohner ein Geschenk macht. Was zur Hölle? Das sind die gesammelten Werke von Marx, natürlich vergoldet. Ich will jetzt auch, ich will auch. Hier. Also Leute, das ist ja quasi ein historischer Moment. Kein Geschrei in dieser Wege. Wir müssen ein Foto machen. Also jetzt rückt mal alle zusammen. Thank you.